Und damit hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Batman Arkham Origins. Wir waren letztens hier stehen geblieben, weil wir ja Mr. Cobblepot hier auf diesem Schiffchen schmerzlich vermuten. Und wir müssen die alle ausschalten. Und das Dumme ist, ich habe es schon ein paar Mal versucht und auch ein paar Mal bin ich hier gescheitert. Die haben alle Waffen hier und das wird, glaube ich, der große Trick an der ganzen Schose werden. Wir werden hier wahrscheinlich... Verstehst du? Genau. Alle einzeln ausschalten müssen. Und ich muss auch gestehen, ich habe offline so ein bisschen mich mit der Spielmechanik auseinandergesetzt. Ich bin auch ein paar... falsche Taste. Ich bin auch ein paar Geschichten weitergekommen. Das heißt, ein paar Level habe ich gemacht. Ich habe hier bei den... ja, man sieht es ja hier schon, ne? Bei den Geschichten hier habe ich ein bisschen was aufgebaut. Ich habe aber von der Story her nichts... verpasst oder euch verpassen lassen. Insofern habe ich wirklich bloß ein paar Verbrechen hier links und rechts auf dem Weg hierher quasi die ganze Zeit gemacht. Ich habe, ganz wichtig, was heißt wichtig, wenn ihr die Karte seht, ich habe diese ganzen Relaisstationen, die habe ich gesucht und vernichtet. Ja, hier hinten habe ich auch diesen einen Turm da gemacht, aber wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will hier nicht warum. Labern. Ich will jetzt hier mal gucken, dass ich das hinkriege. Die Frage ist nur, wie kriege ich das am günstigsten hin? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, die ballern alle auf einmal los und ich hoffe, dass ich das hier so hinkriege. Der da... Komm, wir machen mal hier Gleittritt. Vielleicht klappt's ja. Ach, warte mal. Stimmt, die sind ja noch nicht getriggert. Vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, die Chance... Hier hin? Die stehen ja. Nein. Ich. Willst du mich verarschen? Kann ich mich etwa hier nicht langhangeln? Ganz vorsichtig erstmal den hier hinten nehmen. Du dran? So, wo ist der Nächste? Der kommt. Sieht er den? Sieht er mich? Hello? Wenn er sich umdreht, komme ich hinterher. Wenn er sich umdreht. Dreht er sich um? Also der da auf der Brücke da, ne? Hallo, was machst du da? Dreh dir um! Er will nicht. Psst, na komm. Doof. Naja, aber zwei sind wir schon mal los. Da sind wir schon mal viel. Das ist schon mal viel wert. Ich werde mal den da drüben einfach nehmen. Okay, ist ja. Sieht er mich? Nö. Den schnappe ich mir mal. In der Hoffnung, dass der Typ, der sich da drüben jetzt bewegte, mich nicht sieht. Also der da rumschlendert. Den kann ich mir gleich als nächstes schnappen, weil der da auf der Brücke, der bleibt auf der Brücke. Ja. Sehr gut. Und das ist ja sehr leichter, als ich gedacht habe. Warte mal. Und zack. Gibt's noch irgendwo einen ohne Fahrkarte? Die beiden da unten. Ach, dammit. Wie krieg ich denn die jetzt? Naja, eigentlich sind die ja easy peasy. Schade, aber ich hätte jetzt so ein bisschen als Herausforderung gedacht, dass jetzt ich alle hier irgendwie so ausschalten kann, aber gut. Komm runter! Mann, Alter! Das geht doch! Cool! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da Dark Knight Herausforderung abgeschlossen? Wahrscheinlich alles Delphi killen oder sowas, wa? 7 Gegner insgesamt, 7000 EP.
hohe geräuschlos ausgeschaltet. 5. Ja, okay, die waren am Boden. Meister. Ey, wow. Bin begeistert. So, genau so stelle ich mir das vor. Und wir gehen jetzt mal hier rein. Wie geil. Super, super, super. Wusste ich gar nicht, dass man das wirklich schaffen kann. Aber vielleicht ist ja, das war ja nicht so eine Random-Geschichte. Was für eine Fledermaus bei einer Messerstecherei. Ich kriegst du nicht. Bam, 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 bam. Bam. Tschüss, Digga. So, du warst ja auch mit Messer hier. Das ist auch blöd. Zack. So, den Pinguin auf der Spur. Militärische Überwachungsausrüstung. Nicht. Der Pinguin richtet eine Art Kampfsportturnier aus. Da muss ich unbedingt hin. Klar. Das ist unser Ding. Ich bin's, Elfledermausus. Wow. Komm hinterher da, also hinter. Autsch. Nenn mich nochmal Freak und ich hau dir ein paar. Wir hatten jetzt die Waffe schon wieder. Alter. Das ist nicht gut hier. Ja, ernsthaft. Finde ich auch nicht gut. Komm, wir müssen mal langsam mal. Jetzt schon wieder jetzt die Waffe. Alter! Lass mich in Ruhe hier. Ein bisschen hektisch hier, aber wir kriegen das ja doch noch irgendwie geschissen. Zack. So, Waffe, 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 Waffe. Hau ab hier, lass mich da den verprügeln und du auch hier. Und du hast recht. Alter. Alter, ich hab doch hier geblockt. Ich block die ganze Zeit. Schnauze voll hier. Bam. Einen Genick gesetzt. So. Ach, das mit den Waffen, also, da muss ich echt noch ein bisschen, genauso mit den Messern, da habe ich auch immer noch meine Problemchen-Treffer insgesamt eingesteckt. 41, Alter, am Arsch. Ich bin echt happy, dass ich mir diese Waffe, diese Rüstung da, diese kugelsichere Geschichte so ein bisschen jetzt gegönnt habe und, naja. Werde mir übrigens morgen noch ein Gamepad kaufen, damit hier diese huckeligen, total spastischen Bewegungen quasi abgeschaltet werden. Für euer, natürlich nur für euer View-Gefühl. So, wir gehen mal weiter hier. Ein bisschen Progress. Da geht's nicht lang. Was? Hier wird nichts geflutet, solange ich hier drinne bin. Hallo? Hier ist... Da geht's lang. Wo bitte muss ich hier hin? Gibt's hier eine Karte? Gibt es. Hier kommen wir... auch zum Ziel. Okay. Oder auch nicht. Kann man vielleicht mit dem... mit der Bedclaw irgendwas richten? Irgendwas ziehen, irgendwas zuppeln? Nö. Okay, hier ist eine Sackgasse. Dann lass uns mal zurück. Hep, hep. So, hier. Kann ich irgendwas... Ne, kann man nichts... Kann ich vielleicht da... Oh, was ist das denn?
Ich weiß nicht, was es ist, aber ich muss es haben. Okay. Das Gute ist, Batman kann zwar schwimmen, und aber dabei nicht sterben. Wo muss ich jetzt lang? Oder wie muss ich hier lang, besser gesagt? Mit der Batclaw ging's ja nicht. Die konnte man ja nirgendwo... Hier auch nicht? Nope. Doof. Vielleicht doch hier hinten? Oder sehe ich jetzt gerade irgendwie mal wieder nichts? Da unten sind welche. Hier brennt's. Okay. Hier sieht man nichts. Nichts von Interesse. Oh, was ist das denn? Eine stabile Fernlenkralle angebaut werden kann. Gut. Was ist eine Fernlenkralle? Was ist das denn? Mhm. Bombe. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Ups, nein, nicht runter. Alter, solltest zurücklatschen. Was denn eine Fernlenk schieß mich tot? I don't know. Fünf Gegner geortet. Fernlenkralle angebracht werden kann. Ich habe keine Fernlenkralle. Ich habe nur die Batclaw und die ist scheiße, weil die landet da nicht. Die landet auch hier unten nicht. Und da will sie auch nicht landen. Hm. Ladies and Gentlemen, wir haben mal wieder ein Problem. Beziehungsweise eins, was ich nicht sehe und ihr wahrscheinlich schon gelöst habt. Habe ich ja irgendwas irgendwo liegen lassen. Na, mal schnell noch zurück hier. So, hier waren ja die ganzen Gegner. Aber die waren nur hier. Hier ist der Ausgang. Da oben vielleicht möglicherweise. Aber hier komme ich ja nicht durch. Nope. Hier kommt man nicht durch. Und hier kommt man... Sind wir von hier nicht gekommen? Ich glaube schon, ne? Ja, ja, hier geht's zum Ausgang. Alles klar. Heieiei. Hm. Wollte ich wieder ein bisschen Progress bieten hier und dann so ein Scheiß. Das nervt mich ja wieder. So, komm jetzt hier. Im Failen sind wir da gut. So. Hier ist nicht, hier Deck 1, okay. So, hier kann ich also irgendwas anbauen, was ich noch nicht habe anscheinend. Warte mal, Vaintech. Und da schützendes etwas Gedöns. Was ist das? Energieverstärker, Schockwellenangriff, Battering, Battering. Was? Greifhaken, Beschleunigung, Fliegerausrüstung, okay. Hier gibt's sowas auch nicht. Und hier gibt's sowas auch nicht. Na, dann mache ich Folgendes, bevor ich euch hier weiter langweile, ich mache einfach mal einen Cut
an der Stelle. Ach, siehst du, Zeit ist sowieso abgelaufen. Dann passt ja wieder für die Faust aufs Auge. Wir machen mal einen Cut und wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Batman Arkham City, nicht? Nee, Batman Arkham Origins. Und wir sind dann dabei, hier dieses ferngesteuerte Etwas. Also das da. Hier, ne? Eine Fernlenkkralle. What the fuck? Ist eine Fernlenkkralle. Kriegen wir raus. Morgen sehen wir es. Also, in dem Sinne, tschüss und bis dann.